Ubisoft. Der obligatorische Disclaimer zu Beginn ist gar nicht so übel, machen wir jetzt auch, hält aber niemanden davon ab, ihn zu ignorieren und sich trotzdem zu beschweren. Microtransactions. Taste halten, um Spiel zu beginnen. Die Eröffnungssequenz hat dicke schwarze Balken, damit auch jeder Depp merkt, dass es sich hier um eine Eröffnungssequenz handelt. Glückliche Protagonisten am Anfang einer Geschichte haben ganz bestimmt ein langes und glückliches Leben vor sich. Was hat Bayek eigentlich dem Pharao getan, dass es zu dieser Situation mit dem Austausch abwertender Blicke kommt? Fast-Forward-Flashbacks auf was ist hier los? Selbstverstümmelung, um maximal antikes Drama zu erzeugen. Wir werden dich finden, wenn du schläfst! Wieso erhebt jeder, der jemanden überraschend angreifen will, dabei seine Stimme, wenn dies einen Überraschungsangriff weniger überraschend macht? Außerdem, Bayek tötet Rudiek in der Knickpyramide, kämpft aber gleich nach dieser Szene gegen seinen Leibwächter an einer ganz anderen Stelle in Ägypten. Beide überleben dies. Assassin's Creed, jetzt mit neuer Combat-Mechanik, direkt von Dark Souls übernommen, aber neu. Unwahrscheinlich, dass Bayek einen Menschen dieser Größe samt schwerer Rüstung tragen kann. Um die Umgebung zu scannen, wurde das Adlerauge mit dem Animus-Impuls ersetzt. Kennen wir noch aus The Division. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten hier eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Nun, das ist eine Möglichkeit, einen Charakter vorzustellen, der nur für die Einleitung der Geschichte eingebaut wurde. Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Hepzifah kennt den zeitlichen Unterschied zwischen 2 Monate und einem Jahr nicht. Sieh dich an! Schnitte, Prellungen! Ja, das ist nichts. Schnitte, Prellungen, Schlafmangel und ein Ritt durch die Wüste in der heißen Sonne. Wundert mich, dass Bayek an diesem Punkt noch nicht umgefallen ist. Unnötige Schadenspunktanzeige und Ausrüstung mit Qualitätsstufen wie in einem MMO. 2 weitere Neuerungen in diesem Game, um welche niemand gebeten hat. Sorgt dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Sorgt dafür, dass niemand das Haus lebend verlässt, Klischee. Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Ach, wenn all diese Soldaten in Hepzifahs Haus sterben, wird er nicht hingerichtet? Was war das? Wer ist da? Dieser Soldat ist Level 1 und kann deswegen keine Person sehen, die eben noch unmittelbar vor ihm standen. Dieser Soldat hat auch nicht das nötige Level, um Hepzifah zu sehen, der gerade vor seiner Nase vorbeigeschlichen ist. Sieh, was Probleme sind hier. Hier, ein paar Nebenmissionen. Du wirst sie brauchen, um das Level für die Hauptmission zu bekommen. Das ganze Spiel lang. Bayek, seines Zeichens Magi, hat einen hilfreichen Adler als Gefährten, so wie der Magi Adet in dem Film Die Mumie kehrt zurück. Der Moment, wenn du feststellst, dass die Map riesengroß und nach dem Prolog frei zu bereisen ist, aber die Regionen levelgebunden sind und du fast überall auf den Arsch bekommst, wenn du nicht das entsprechende Level dafür hast. Kletter auf einen Aussichtspunkt, um die Wahrnehmung deines fliegenden Gefährten zu erweitern. Naja, dich dran. Ich würde das Erkunden mit dem Adler wesentlich cooler finden, wenn der Vogel nicht technisch wie eine moderne Drohne ausgestattet wäre. Er kann sogar in der Luft stehen bleiben und Objekte orten, die nicht mal für ihn zu sehen sind. Hat man eine Zielperson getötet, muss man sie im Geständnissegment erneut bekämpfen oder einen Flashback erleben, was übrigens keinen Sinn ergibt. Nachdem Bayek Medunamun getötet hat, bekommt er einen Flashback und erlebt die Ereignisse der Vergangenheit. Wenn man bedenkt, dass jemand im Animus liegt, um Bayeks Erinnerungen zu erleben, wird diese Person jetzt gezwungen, tiefer in die Erinnerungen zu gehen und seinen Flashback zu erleben. Aber nur für diesen Teil, der die Geschehnisse der Vergangenheit erklärt und der Animus-Nutzer weiß, warum Bayek die ganze Zeit so angepisst ist und einen Haufen Leute ermorden will. Dieser Apfel hat sich übrigens verkleidet, damit ihn keiner isst, um mehr wie ein Arschloch auszusehen. Eine echte? Ja! Los, geh voran! Ja, geht und spielt im Bau eines Hyänenrudels. Was kann euch da schon passieren? Das wird toll! Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Dieses Kind konnte in einer dunklen Höhle alle 16 Hyänen zählen. Keine Ahnung wie, denn offensichtlich trägt es auch kein Nachtsichtgerät bei sich. Du hast immer sofort Angst. Bayek Sohn wäre ein guter YouTube-Horror-Game-Let's-Player. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Nerviger Sohn eines Magi weiß nicht, was ein Magi ist oder fragt nur, damit die Spieler erfahren, was ein Magi ist. Bayek bekommt hier ordentlich was ab, sieht aber anschließend so aus, als wäre nichts passiert. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt! Wieso versuchen diese Arschlöcher eigentlich mit Gewalt an diese Information zu kommen? Als Angehörige des Pharaos hätten sie ihn auch ganz normal danach fragen können. Machen sie aber nicht wegen... Plot. Feiges Kind hat plötzlich Courage-Klischee. Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein. Der Scheiß funktioniert. Keiner dieser maskierten Penner hält Bayek davon ab, diesen Typen abzustechen. Die Schlange nimmt das! Als deine Antwort! Ja! Yeah! Oh, nein! Nein! Nein. Außerdem, da Bayek der welterste Assassine sein soll, kann er keinen verstorbenen Assassinenvater haben. Also muss jeder Sohn herhalten, damit Ubisoft das übliche Charakterentwicklung durch totes Familienmitglied-Klischee erfüllt und Bayek einen Grund hat, diese Arschlöcher zu töten und die Bruderschaft zu gründen. Wir dachten, du wärst tot. Wieso? Ihr habt ihn doch nur K.O. geschlagen und zurückgelassen. Bayek hat diesen Typen jetzt wirklich 2-mal getötet und damit dieses Video höchstwahrscheinlich werbeunfreundlich gemacht. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Eigentlich ist Hepzifah schon seit einem Jahr der Magi von Siva. Aufwachen und aufrecht sitzen, Klischee.
Habibti. Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Der Charakter in der Gegenwart ist eine Frau und sie ist lesbisch. Das wäre eigentlich okay, wenn man nicht beides innerhalb derselben 5 Sekunden offengelegt hätte. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Was genau ist so Besonderes an dem, was du da tust? Du benutzt einen Animus, um die Vergangenheit eines Assassinen zu erleben und arbeitest für eine Firma, die solche Geräte verkaufen, als wären es Videospiele, die genau dasselbe machen. Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Bayek von Siva klingt verdammt ähnlich wie Geralt von Riva. Um Bayeks Erinnerungen erleben zu können, bezieht Layla seine DNA aus einer Mumie, welche über 2000 Jahre alt ist. Mumifiziert oder nicht, DNA zerfällt nach 500 Jahren und wieder einmal wird ein Assassin's Creed-Plot von der gleichen Logik gefickt wie die Story von Jurassic Park. Ich nenne Laylas Laptop den Computer der ultimativen Erklären-was-los-ist-Datenbank, weil sich auf ihm Unmengen von Backstory und Exposition befindet. Olivier Garneau, leitender Angestellter von Abstergo und Assassin's Creed Black Flag, wurde in Watch Dogs von Aiden Pierce getötet. Mit dieser Datei möchte uns Ubisoft ein zweites Mal daran erinnern, dass Assassin's Creed und Watch Dogs in ein und demselben Universum existieren. 19 Mails im Posteingang zu lesen. Peinliches Real-Life-Bild, in welchem Laylas Game-Grafik-Kopf offensichtlich reingefotoshoppt wurde, ist peinlich. Mach's gut und danke für den Fisch, Berkeley. 21. März 2006. Der Tag, an dem Layla Hassan das College schmeißt. 7 extrem langweilige Audiologs, bei denen das Wellenmuster nicht mal mit der Audioausgabe übereinstimmen. Der Prolog war so lang und inhaltsreich, dass man die Titelkarte erst nach 4 Stunden Spielzeit zu sehen bekommt. Okay, dieser Establishing-Shot ist so cool, dass ich dafür einen Punkt abziehe. Leider erinnert uns das Spiel danach direkt an seine Microtransactions. Kinder. Endlos viele Kinder. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Versuchen, das Gespräch unauffällig wirken zu lassen und dabei eine auffällige Unterhaltung führen. Aya und Bayek sind ständig horny aufeinander. Nichts gegen einen gesunden Geschlechtstrieb zwischen 2 sich liebenden Menschen, aber solche Situationen erleben wir so oft, dass es irgendwann unangenehm wird. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo. Selbst Aya will nicht, dass Bayek ständig von seinem toten Sohn redet. Außerdem, dieses Ubisoft-Game beinhaltet leicht 2 spielbare Charakter, die durch ein totes Familienmitglied motiviert werden. Aya rasiert Bayek den Bart ab und auch die Haare auf seiner Zwiebel und Gott weiß wo sonst noch, was ihn im Rest des Spiels weniger interessant und edgy aussehen lässt. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Hunderte Papiere in diesem Regal und Aya zieht auf Anhieb das Richtige heraus. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Die versteckte Klinge wurde scheinbar nicht von den Assassinen, sondern von einem der Spartaner aus 300 erfunden. Außerdem sollte dies dann nicht die Origins-Geschichte sein? Der Fürst der Duat erwartet dich. Eine soeben getötete Person mit einer Feder berühren führt zum sofortigen Tod des Getöteten. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Oh Mann, die haben Captain Picard damit reingezogen, oder? 2 von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Wie habt ihr alles unter Kontrolle, wenn 2 von euch bereits getötet wurden? Eine Mission im Badehaus, nur mit einem Handtuch um die Hüfte gewickelt? Plötzlich habe ich The Witcher 3 Flashbacks. Kenner der ersten beiden Assassin's Creed-Spiele wissen, dass ein entfernter Ringfinger die Loyalität zur Bruderschaft symbolisiert und hier verliert Bayek seinen Finger, weil er zu blöd war, die versteckte Klinge richtig zu benutzen. Scheinbar können einige Feinde jetzt auch während ihres Geständnisses am Rande des Todes teleportieren, was keinen Sinn ergibt. Taste gedrückt halten, um einen Raum zu verlassen. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Alleine das Reden über Mord macht die beiden horny AF. Kamera schwenkt zu Beginn einer intimen Szene in eine andere Richtung Klischee. Aufwachen und aufrecht sitzen Klischee. Schon zum 2. Mal. Und Layla hat nicht mal Albträume, sondern liegt nur im Animus, um Erinnerungen zu erleben. Ich habe in der gesamten Geschichte von Assassin's Creed noch nie erlebt, dass jemand, der den Animus benutzt, so etwas macht und hier passiert es ständig. Außerdem, warum genau macht Layla ausgerechnet jetzt eine Animus-Pause, während die Protagonisten im alten Ägypten gerade Sex haben? Und außerdem, warum verkauft Abstergo das nicht als besonderes Feature? Du kannst nicht nur Sex als bekannte Persönlichkeit der Geschichte haben, sondern auch Sex als das andere Geschlecht erleben. Das wäre ein Kassenschlager. Der Coitus Animus. Beim Ficken in die Vergangenheit blicken. Aya ist hier. Wer ist Aya? Bayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Warte, was? Du kannst Ayas Mumie fühlen? Weil du gerade mit ihr in Bayeks Erinnerungen gevögelt hast? Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sika-Effekt.
Wie kommt es eigentlich, dass bei ihr der Sicker-Effekt wirkt? Den bekommen eigentlich nur echte Assassinen. Ansonsten würde jeder, der den Abstergo-Animus zu Hause benutzt, lernen, wie man Parkourläufe macht und Leute umlegt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren Sie doch die Lorbeeren. Niemand kassiert irgendwelche Lorbeeren, wenn der Fund einer Mumie gemeldet wird, ohne die Mumie wirklich gefunden zu haben. Ich kann fast das Blut schmecken. In einer 2000 Jahre alten Mumie sollte sich kein Blut mehr befinden und schon gar keine brauchbare DNA. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Wenn sie die Erinnerung von Aya sequenziert hat, du Dumpfbacke. Außerdem, die, Laylas Assistentin und gleichzeitig ihre Freundin, operiert vom Hotel in Kairo aus, anstatt sich mit ihr in der Höhle zu befinden. Das ist eine Möglichkeit, einen unnötigen Sidekick nicht in diesem Gegenwartssegment zu rendern. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Ein Ubisoft-Game ist alles andere als unvorhersehbar. Bayek und Aya ziehen sich nach dem Sex ihre Unterwäsche wieder an. Wie alle normalen Menschen, Bayek hat sogar ein Handtuch auf dem Kopf, wahrscheinlich damit ihn niemand beim Nachspiel erkennt. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. So komplex ist die Geschichte nicht. Apollodorus könnte Bayeks Frage auch einfach beantworten. Stattdessen schickt er ihn los, um eine Schriftrolle wieder zu beschaffen. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Ist sie ein Gorilla? Wo ist unsere Opiumpfeife? Ich stelle mir dieselbe Frage, immer wenn ich ein neues Ubisoft-Spiel beginne. Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. Apollodorus sagte eben, dass Kleopatra sich sehr schnell durch gewöhnlichen Umgang angegriffen fühlen würde. Und hier ist sie und bietet Sex zu einem enorm hohen Preis an. Sie bietet sich sogar Bayek an, gleich nachdem sie ihn kennengelernt hat. Sie hat nicht eine Eigenschaft, die Apollodorus eben erwähnte. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Sicher ist, dass Gizeh ein riesiger Friedhof ist, wo es nichts gibt außer Gräber. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als wenn Kleopatra die Bruderschaft gegründet hat. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. Deswegen bekommst du von uns jetzt dieses hochwertige Magi-Abzeichen. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Wenn man bedenkt, wie oft Aya und Bayek Sex haben, wundert es mich, dass sie nur ein Kind hatten. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Das wäre es normalerweise, aber sobald der Hauptcharakter involviert ist, führt dies nur zu einer praktischen Flucht vor einem sicheren Tod. Die Nachforschungen von Harkufs Agenten. Alle wichtigen Informationen befinden sich in der Mitte der Papyrusrolle-Klischee. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Es ist so offensichtlich, dass Tahaka der Skarabäus ist. Alleine schon, weil das Spiel Zeit mit dem Aufbau einer Beziehung zwischen Bayek und Tahakas Sohn aufwendet. Tahaka hätte ein tödliches Gift anstatt ein Betäubungsmittel verwenden können. Bayek hat ihn nicht verdächtigt, bis es so offensichtlich wurde und der Skarabäus wollte ihn sowieso töten. Also warum jetzt diese lahme Nummer? Oh, mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Und nun hast du einen Arm befreit und könntest dich selbst ausgraben. Stattdessen fährst du dein Pferd herbei, welches zufällig in der Nähe ist. Der Scheiß funktioniert. Außerdem, aus irgendeinem Grund hat Tahaka Bayek mit seiner Klinge und einem Handtuch um die Hüfte im Sand vergraben. Deine gesamte Ausrüstung und all deine Waffen sind praktischerweise in ein und derselben Kiste ganz in deiner Nähe gelagert worden. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Doch, tust du. Ich strecke dich nieder, wie du, mein Vater! Sie ist positiv. Du könntest jetzt, nachdem dein Vater ermordet wurde, vom Nebencharakter zum Hauptcharakter befördert werden. Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Und dir eine neue Zunge nachgewachsen ist. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Hast du irgendwas nicht mitbekommen? Fandest du es nicht komisch, dass Bayek letzte Nacht in deinem Haus kollabierte und dein Mann ihn in die Wüste geschleppt hat? Man bezahlte uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Auch wenn jeder an Bord dieses Schiffes unsere Aufgabe bereits kennt, lass sie uns nochmal laut aufzählen, damit auch die Spieler wissen, was wir hier machen. Die Seeschlachten aus Black Flag werden zurückgebracht, damit Ubisoft uns mit ihrem kommenden Spiel Skull & Bones anteasen kann. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd
und ich sage dir, was du wissen willst. Und wieder müssen wir eine in die Länge gezogene Mission spielen, um die eigentliche Mission spielen zu können. Als wäre nicht schon genug Level-Grinding in diesem Spiel. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Auch Bike ist ersichtlich genervt, dass die Story-Missionen unnötig in die Länge gezogen werden. Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Und sie hat ihre detaillierte Karte der Khufu-Pyramide versteckt, anstatt sie bei sich zu tragen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Die Hyäne ist in einer geheimen Kammer unter der Pyramide. Sie kann nicht wissen, dass Bike hier ist und auch nicht bis zu ihm nach oben brüllen. Bike reagiert völlig gelassen auf etwas, das aus seinen Augen wie Magie aussieht. Neuübertragung. Segment 3. Ganze 4 Minuten Monolith-Monolog. Und das finden wir mehrmals in diesem Spiel. Dein Kind ist tot? Deins auch? Die Hyäne benutzt Rauchbomben sowie die Assassinen noch bevor die Assassinenbruderschaft gegründet wurde und kann damit genauso schnell verschwinden wie Batman. Wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Meine Fresse, versuchen die hier einen Rekord zu brechen? Es gibt andere Möglichkeiten, eine emotionale Reaktion zu provozieren als diese. Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Ich könnte dir auch eine genauere Adresse geben, aber du wirst das Haus schon mit dem Missions-Icon auf deiner Karte finden. Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Ist Magie jetzt echt in dieser Reihe? Der Seher tut so, als würde er Bayek kennen und wüsste, dass er herkommen wird. Und wenn Bayek von seiner Mission, die in einer reinen Vision stattfindet, zurückkehrt, weiß er sogar, wie genau die Frau des Priesters vergiftet wurde. Etwas, was er auch ohne Bayek herausfinden könnte. Wie genau trinkt sie aus dieser Schale mit ihrer Wange? In einem Traum erwachen und aufrecht sitzen Klischee. Wenn du in Sachen Kreativität an der Realität gebunden bist, erschaffe einfach eine Traumsequenz und du kommst mit allem durch. Plötzlich habe ich Gladiator-Flashbacks. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Das ist zwar ekelhaft, würde aber nicht zu Fehlgeburten führen. Pfirsichkerne. Wenn der Apisstier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterin hat so etwas getragen. Wer lässt eine so auffällige Kette an einem Tatort zurück? Außerdem, dass einer der Priesterinnen ihre Kette nicht trägt und sich diese im Schuppen befand, in welchem das Futter für den vergifteten Apisstier aufbewahrt wird, ist niemandem außer Bike aufgefallen. Dort hätte man bei einer Vergiftung doch als erstes nachgesehen. Wen? Unseren Bruder! Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Und ich trage diesen abgeschnittenen Finger in einer Schachtel mit mir rum. Für den Fall, dass irgendwann mal jemand fragt, warum wir so schlimme Dinge tun. Durch uns wird Ägypten triumphieren! Mach Ägypten great again. Hetepi! Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Welchen Grund hat der Orden überhaupt, Memphis zu schwächen? Der Orden kontrolliert den Pharao und Memphis ist seine Stadt. Tatsächlich spielt keines der Ziele, die Kleopatra Bayek gab, irgendeine relevante Rolle. Der Skarabäus hat eine Stadt gebaut, die Hyäne war eine trauernde Mutter und die Echse hat Kleopatra sogar geholfen, indem sie die Stadt ihres Bruders für sie geschwächt hat. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Moment mal, hast du da nicht eben was vergessen? Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Na also, geht doch. Ich hatte schon befürchtet, du vergisst den Spieler daran zu erinnern, worum es in diesem Plot eigentlich geht. Ich trinke dein Wasser. Das klingt schmutzig. Ich würde meine Liebste nicht an der Wange berühren, wenn ich an dieser Hand eine versteckte Klinge trage. Denk daran, was mit deinem Finger passiert ist. Bayek zückt seine Magi-Marke wie ein Ermittler der Polizei. Entweder hat er eine zweite Marke in der Tasche oder die Entwickler haben vergessen, dass er sein Abzeichen eigentlich an der Schulter trägt. Das Krokodil wird hier als relativ junger Mann dargestellt, ist in Wahrheit jedoch eine alte Frau. Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Was ist das für eine bescheuerte Logik? Besonders wenn ein Tyrann keine Skrupel hat, deiner Familie zu schaden, um an dich ranzukommen. Hier. Dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Dieses Game beweist gerade, dass ihm die Ideen ausgegangen sind. Dies ist das zweite Mal, dass Bike ein Spielzeug bekommt, um es als Zeichen des Vertrauens abzuliefern. Und das dritte Mal, dass ein Kind ein grausames Schicksal erleidet. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bike. Bike hat sich der Kleinen nicht mit seinem Namen vorgestellt. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Es könnte gefährlich werden. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Kleines, du hast soeben dein Todesurteil geschrieben. Und wenn das nicht ankommt, lasse ich es durch einen Ubisoft-Charakter nochmal etwas genauer erklären. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre.
Ich habe ganze 2 Minuten dort gestanden und mir angesehen, wie dieser Typ einem anderen Typen auf den Hinterkopf schlägt. Irgendwann habe ich mich gefragt, tut das nicht weh? Und warum macht man das nicht mit leitenden Ubisoft-Angestellten? Ich weiß, Ubisoft hat moderne Gründe, einer Frau die Rolle einer Kämpferin zu geben und ich begrüße das. Aber wenn das Spiel in einer Epoche angelegt ist, in welcher es Frauen nicht erlaubt war zu kämpfen und sie schon gar nicht an Gladiatorenkämpfen teilnehmen dürften, sollte man darüber hinwegsehen können und bei geschichtlichen Tatsachen bleiben, anstatt politisch korrekt zu sein. Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Einige Gladiatoren arbeiten nebenbei als Leibwächter und Vollstrecker. Warum kann man ihnen das nicht einfach sagen? Diese ganze Geschichte um die Arena und den Kampf gegen Asterix und Obelix sind vollkommen sinnlos. Er hätte auf andere Weise herausfinden können, wer das Krokodil ist. Kenza sagt sogar noch in der Arena zu ihm: Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Huh? Ich hätte dir geholfen. Schau einfach nach ihrem Puls und mach weiter, weil diese ganzen Geständnisszenen keinen Sinn ergeben. Ein drittes Mal wacht Layla auf und sitzt aufrecht im Animus. Layla und Dee werden von Abstergo angegriffen. Keine Ahnung, woher Abstergo weiß, dass sie der Gründung der Bruderschaft auf der Spur sind. Sie schicken sogar ein Elite-Kommando, um sie zu töten. Dieses ist mit Pfeil und Bogen statt Schusswaffen ausgerüstet und zu blöd, Layla in der Höhle zu finden. Licht! Bitte! Licht! Dee? Nicht Dee. Nein, nein, nein. Nein, nicht der nervige Charakter, den wir kaum kannten. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Ja, fickt euch, ich werde es euch zeigen. Ich gehe jetzt in den Animus zurück, um den Rest von Bayeks Abenteuer zu erleben. Ich mach euch fertig, ihr Hurensöhne. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn. Eigentlich erschlug niemand Bayeks Sohn. Bayek hat ihn selbst erstochen und ein paar Maskenträger haben dafür gesorgt, dass es so geschieht. Ich habe mittlerweile die Übersicht verloren, wie viele Leute für den Tod von Bayeks Sohn verantwortlich sind oder dafür beschuldigt wurden. Normalerweise sind Racheplots so populär, weil sie leicht zu folgen sind, aber das hier wird von Ziel zu Ziel nur verwirrender und ich gebe nicht dem Spiel die Schuld, wenn es selbst nicht mehr weiß, was los ist. Ein Major, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. An dieser Stelle fällt mir auf, dass man gar kein Geld für abgeschlossene Missionen bekommt. Ich fühle mich gerade von Kleopatra mehr als betrogen. Als Bayek im Puff nach den Zwillingen gefragt hat, habe ich 2 Frauen erwartet. Ich sage nun etwas, was ich immer nach dem Kauf eines Ubisoft-Spiels sage. Ich will mein Geld zurück. Bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Es ist nur eine Fleischwunde-Klischee. Nicht das erste Assassin's Creed Game, in welchem die Protagonisten übermenschliche Sprünge machen, die eigentlich fatale Folgen hätten. Aya, zeigst du Bayek schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Auch Foxidas ist aufgefallen, dass Aya und Bayek genauso oft bumsen, wie sie Leute umlegen. Nachdem man Stunden damit verbracht hat, Bayek hochzuleveln und ihm anständige Ausrüstung zu besorgen, spielen wir nun einen ganzen Abschnitt des Games mit Aya, die man weder skillen noch ausrüsten kann. Plötzlich habe ich 7 Flashbacks. Kleopatra war in diesem Teppich eingerollt, damit sie unbemerkt zu Caesar gelangt, kann aber den Teppich verlassen, ohne dass er ausgerollt werden muss. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. So verhandelt man nicht mit einem römischen General. Wir müssen eine blockierte Tür zur Grabkammer von Alexander dem Großen öffnen, damit Kleopatra Julius Caesar das Grab zeigen kann. Im Grab befindet sich der Stab, welcher der Orden benötigt, um den Edenapfel benutzen zu können. Allerdings war der Orden nicht in der Lage, diese Tür so zu öffnen, wie wir es in dieser Mission mit Leichtigkeit bewerkstelligen. Wie plötzlich und kurz vor dem Ende noch neue Charakter in diesem Spiel vorgestellt werden und keine Zeit gegeben wird, um diese zu entwickeln. Das Problem an diesem Game ist, dass es zu wenig feste Antagonisten hat. Es springt von der einen Person zur nächsten und wenn es an der Zeit ist, die Person zu finden, welche für den Tod von Bayek's Sohn verantwortlich ist, bekommt selbst diese nur eine kurze Einleitung und ist dann noch immer nicht der endgültige Bösewicht in dieser Story. Flavius, Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Flavius ist übrigens das Mitglied des Ordens, welches für den Tod von Bayek's Sohn verantwortlich ist. Also ganz normal, dass er da nur rumsteht und nichts tut, bis es zum Schluss rauskommt. Was für ein Bösewicht. Und wenn wir Pharos nicht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Nicht ohne eindeutige Befehle. Nur weil sich die Farbe des Feuers ändert, weiß die Flotte noch lange nicht, was sie zu tun hat. Schwere Gegner in Assassin's Creed Spielen sind von stattlicher Größe Klischee. Als Aya auf der Spitze des Leuchtturms gelangt, ist niemand dort oben. Aber plötzlich taucht ein random Soldat auf, der scheinbar gut im antiken Hardcore-Schleichen trainiert ist und greift sie an. Außerdem versucht das Spiel Spannung zu erzeugen, indem es einen Schnitt zu Bayek und Caesar macht, die auf das Signalfeuer warten, damit wir kurz glauben, dass Aya getötet wurde. Als ob sowas passieren würde. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Sexismus hat man die ganze Zeit im Spiel versucht zu vermeiden. Bis jetzt. Einen Arsch voll Pfeile und ein Dutzend Speere können diesen Elefanten nicht aufhalten, aber ein Speer ins Auge one-shottet ihn. 3 Tage später. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand glaubt, es passierte gleich danach. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Und deine unbedeutende Rolle in diesem Plot auch. Septimius überlebt dies. Halt, Bayek! Septimius ist Römer.
Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Septimius ist Mitglied des Ordens und wollte Caesar und Kleopatra ermorden. Warum betrügt Caesar Bayek hier und macht Septimius sogar zu seinem Leibwächter? Ach ja, Spiel in die Länge ziehen. Außerdem, der Orden hat Kleopatra ins Exil geschickt und Ptolemy als Pharao eingesetzt, da er sich leicht manipulieren ließ. Nun stellt sich heraus, dass Kleopatra kein Problem damit hat, mit dem Orden zu kollaborieren. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Wie sich diese Diskussion gerade von Deutsch auf Englisch geändert hat. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Nein, machte es sie nicht. Du hast die meisten von ihnen umgebracht und du wirst voller Wut und Zorn weitermachen und es wird funktionieren. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Ja, ein Seemann und drei weitere Leute, die nicht wirklich irgendwas bewirkt haben. Was für ein Team. Auf die Bruderschaft. Die Bruderschaft! Und mit dieser peinlichen Niederlage und einem lahmen Trinkspruch wurde die Bruderschaft der Assassinen gegründet. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Und das weißt du woher? Hat er es dir gestanden, als er den Stab aus der Grabkammer holte oder hast du es die ganze Zeit gewusst? In Siva muss ein heftiger Magen-Darm-Virus umgehen, weil dort alle Bewohner auf dem Boden liegen und sich die Bäuche festhalten. Der Orden hat sich Zugang zu der Kammer in Siva verschafft, um an eine Karte zu kommen, welche die Standorte weiterer Kammern anzeigt. Da sich die meisten jedoch auf anderen Kontinenten befinden, war diese Suche danach recht sinnlos und führt ins Nichts. Nach dieser Szene gerät das Ganze sogar in Vergessenheit und wird im Rest des Spiels nicht mehr erwähnt. Quasi eine Wanzenjagd wie in Unity. Das ist Hepzifer. Oh, da ist ja mein Freund vom Anfang des Spiels. Hab ihn schon fast vergessen. Es tut mir leid. Es ist nur, er hatte so ein sanftes Wesen. Und auch jetzt stellt uns das Spiel weitere Charakter vor. Arschgroßer Ring ist arschgroß und passt an keinen menschlichen Finger. Viele, die dieses Spiel durchgespielt haben, sagten, es sei das beste Assassin's Creed Game seit Black Flag. Wahrscheinlich, weil es das gleiche rasche und unbefriedigende Ende hat wie Black Flag, in welchem man gegen Feinde kämpft, zu denen man nicht den geringsten Bezug hat und eigentlich nur einen übergroßen Kreis schließt. Boss kann im Bosskampf teleportieren, Klischee. Ich kann es nicht! Du hast Hunderte umgebracht und nun kannst du es nicht? Flavius ist tot. Also das Spiel ist zu Ende, oder? Alle, die am Unglück deines Sohnes beteiligt waren, sind tot. Die Bruderschaft wurde gegründet und der Orden wurde aufgehalten. Trotzdem geht es weiter, weil es irgendwie noch die Ermordung von Julius Caesar beinhalten muss. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus. Oh Mann, die haben Brutus damit reingezogen, oder? Ach, das reicht für unser Logo. Malen wir es doch gleich auf die Dächer unserer Büros. Immerhin sind wir ja die Verborgenen. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Ja, kommt er. Keine Ahnung, was du hier machst, aber ein DLC wird uns das bestimmt erklären. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Die Bruderschaft in der Gegenwart muss wirklich sehr verzweifelt sein, wenn sie jetzt schon eine Abstergo-Mitarbeiterin rekrutieren. In diesem Abschnitt werden Feuerschiffe mit Feuerpfeilen bekämpft. Das ist so, als würde man Wasser ins Meer kippen, damit es weniger nass ist. Mehr wiederholte Bosskämpfe. Welchen meinst du jetzt? Yep, damit wirst du, als Frau im römischen Senat, überhaupt nicht auffallen. Auch du, mein Sohn. Berühmte letzte Worte-Klischee. Requiescat in pace. Auch wenn dieser Satz lateinisch und damit richtig ist, fühlt es sich nicht richtig an, wenn er nicht von Ezio Auditore gesagt wird. Ich glaube an dich. Das ist ja ganz nett, aber Bayek hat seinen Finger durch einen Unfall verloren. Noch ist es keine Tradition. Und selbst wenn ihr es jetzt zu einer macht, wie verborgen sind die Verborgenen, wenn man sie leicht an ihrem fehlenden Ringfinger erkennt? Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Ich bring dich nach Hause. Die Bruderschaft der Babysitter. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene. Namens Amunet. Und Amunet kann nicht nur die vierte Wand durchbrechen, sondern genauso schnell verschwinden wie Batman. Gehen wie ein Ägypter. Hä? Fußspuren? Wache! Hausdurchsuchung! Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. What you say? Ein Problem! Ich hab Polizei! Na kratz dich mal! Ist doch nur eine Fleischwunde! Ah, what's in the box? Als Knabe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus. Da drüben flog ich einen Hubschrauber. Oder ich bin Panzer gefahren. Ich war verantwortlich für 1 Million $ Ausrüstung und hier krieg ich nicht meinen Job als Parkwächter! Requiescat in pace.